Saman Berlin. Six, all in the mix und herzlich willkommen zu einem Video, Freunde. Was geht? Und wieder meine neue Shisha-Bar. Ich wollte sagen, heute geht's los. Zweiter Shisha-Test. Ja, ich war auch schon drin, habe mich mit dem Chef gerade unterhalten und er meinte, ich bin herzlich willkommen. Und dafür danke ich euch natürlich und wir gehen jetzt einfach mal rein, setzen uns hin. Und die Pfeife kommt da jetzt auch demnächst. Mein Drink habe ich schon bekommen. Und ja, schaut euch mal um. Nochmal natürlich das Emblem. Könnt ihr mal kurz sehen. Saman, so sieht der Laden von außen aus. Saman Berlin. Der Laden drin ist auf jeden Fall auch sehr, sehr groß und sehr, sehr geräumig. Und wir gehen jetzt erstmal rein und ich zeige euch so ein bisschen die Einrichtung. Dabei lasse ich kurz die Musik ausmachen, weil sonst melden sich wieder die Labels, die ganzen Geier-Labels und sagen Copyright. Freunde, zweite Bar, wir gehen rein. Die Einrichtung aus, das ist der Lampe, guck mal, eine wunderschöne Lampe. Hier gehen wir kurz mal zur Bar. Schau mal hier, das ist das Barbereich, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Eigentlich eine große, ist ein großer Laden, ja, also nicht so klein. Draußen auch mit Außenbereich zum Beispiel, eine Außenterrasse, was mir auch super gut gefällt. Tische, Einrichtungen, alles top. Ja, also allein die Wand, würde ich sagen, check doch mal kurz die Wand ab. Digga, da sehe ich auch zum ersten Mal mit der Wand so. Schon krass. Ja, krass, Mann. So eine Art Marmorwand oder was? Okay. Ist heftig mit der Wand. Wie habt ihr das mit der Wand gemacht? Wenn ich fragen darf, das ist der Chef. Ja. Ja. Ist der Hammer. Das war ein sehr krasser Abend. Ich sag mal so, der Typ, ja, der das gemacht hat, ja, konnte 5 Tage lang seine Hände nicht mehr bewegen. Ey, krass, Mann. Weil das sehe ich auch zum ersten Mal. Das muss ja übelst... Krass, Mann. Das ist echt Marmor, Freunde. Ja, große Bildschirme draußen. Große Bildschirme drinne, hier nochmal die Einrichtung, hier nochmal kurz an der Seite. Ihr habt auch diese Spieltische, wa? Das ist ja auch sehr interessant. Ist geil, geil, geil. Draußen, eigentlich stehen die beide draußen, weil es war ja Auszeit, aber im Spiel ist heute nur eins da. Ja, cool, cool, alles klar. Ja, fresh, Bro. Danke Ihnen auf jeden Fall. Ich dreh's da von hinten, vielleicht möchte die Dame nicht gesehen werden, so, weißt du. Aber der Mann ist ja eigentlich mal kein Problem. So, Freunde, schaut mal hier, so ein virtueller Ofen sieht auch sehr interessant aus, ja. Nee, der Laden ist auf jeden Fall top. Ja, also das sieht echt, echt sehr gut aus. Bin echt positiv überrascht. Schaut mal hier. Auch die Sofas sind hier so ein bisschen qualitativ. Auch geil, wenn man sich hier so hinsetzt. Oh, Alter, VIP oder was? Am Abend ist auch sehr entspannt. Ich meine, wenn ihr herkommen wollt, ist echt richtig cool. Kann ich euch echt empfehlen. Das ist unsere zweite Shisha-Bar in der Rubrik. Und allein die Wände, Freunde. Schaut euch mal bitte die Wände an. Unnormal. Nochmal ganz kurz. Ich komme auf die Wände gar nicht klar gerade. Schaut euch das an, Freunde. Das ist die echte, erste Shisha-Bar, die ich so gesehen habe. Ohne Witz. Oh, ich bin froh, dass ich hergekommen bin, auf jeden Fall. Wie gesagt, hier gibt es einiges. Gleich kommt meine Shisha. Wir gehen natürlich noch mal kurz raus. Ich danke den Jungs natürlich für die Musik, dass sie ausging. Danke auf jeden Fall. Ja. Herzlichen Dank. Auch Mitarbeiter. Dankeschön. Der Mitarbeiter haut erstmal einen Baklava weg, oder? Geiler Typ. Achso, okay. Ich dachte, alles für ihn. Geiler Typ. Ja. Cool, die Küche, die Bar. Ach, bei euch kriegt man sogar was zu essen, ja? Ja, okay, krass, 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 krass. Ich dachte, also Freunde, ist nicht nur Shisha, sondern ihr kriegt auch echt was zu essen hier. Ja. Schon sehr, sehr interessant. Okay. Und ja, ich danke dir. Danke dir. So, jetzt können die Jungs auch wieder die Musik anmachen. Schau mal hier, so ein Sitzbereich. Auch sehr, sehr gut. Ja, Freunde. Jetzt warten wir immer auf die Pfeife. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, wie wir filmen, weil nicht jeder gesehen wird, also nicht jeder möchte gefilmt werden. Und wir gehen mal ganz kurz nochmal auf die andere Seite. Aber ich bin ja vorsichtig. Ja, nette Leute, angenehmes Feeling. Außenterrasse. Alles entspannt. Ich kann jetzt nicht dahin schwingen, weil da sind auch Leute. Das ist das Problem. Ansonsten sieht das echt sehr, sehr gut aus. Ich bin zum ersten Mal hier auf jeden Fall, ne? Also, das vorher noch nie gesehen so. Allein die Marmorwände und so, ja, also schon krass. Gefällt mir sehr. So, Freunde, jetzt sind wir auch gerade hier im Innenbereich, sozusagen Außenterrasse hier von dem Shisha-Bar. Hier ist auch schon die Pfeife. Wir probieren das Ganze aus. Der Laden ist übrigens nicht älter als 1,5 Monate. Und ich bin wirklich jetzt schon sehr, sehr gespannt. Ich meine, Shisha hin, Shisha her. Aber der Laden wurde mir empfohlen und deswegen probieren wir das Ganze aus. Dann kommen wir zum Fazit. Preis, Leistung, Geschmack und Ambiente. Also, der erste Zug, ihr wisst Bescheid.
Eigentlich schon der dritte Zug, aber geil. Ja, Mann. Die Pfeife zieht auf jeden Fall. Das ist eine MIG sogar, sehe ich gerade. Krass. Die bieten hier, also die bieten hier den Leuten eine MIG an. Guckt euch mal das an. Das habe ich jetzt erst gecheckt, weil ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von den Shishas. Habe ich nicht so viel Ahnung. Aber ich habe mir dieses MIG, habe ich mir gemerkt, ja. Schon krass. Die Pfeife sieht schon krass aus. Ja, und die ist auf jeden Fall anders wie diese Emmys oder diese billigen. Ja, also die meisten Shisha-Bars benutzen billigere Shishas und die ist von MIG. Kein Wunder, deswegen zieht die auch so gut. Mm. Ja, man merkt sofort den Unterschied. MIG oder Emmy ist ganz anders. Ganz anders. Die Pfeife ist automatisch viel besser als da, wo ich vorher war jetzt. Jetzt warten alle Leute auf mich, weil ich gesagt habe, die Musik für eine Minute, ich komme hier so komisch vor. Die denken sich auch, was ist das für ein Typ, Digga. Okay, also Geschmack. Hm. Watermelon Chill, wie immer. Schmeckt sehr, sehr gut, die Pfeife macht, was sie soll. Und sehr viel Rauch kommt raus. Und was soll ich meinen? Richtig, richtig geil. Pfeife ist top. Ich rauche noch mal ein bisschen so. Und dann gebe ich euch noch mal das Fazit zum Schluss. Also, bis gleich. Freunde, was mir auffällt zum Beispiel, hier ist auch so ein Wasser mit drin, was auch so schimmert. Ich achte ja auf Details und schaut euch mal die Details an. Ja? Das ist schon krass. Also die achten hier auf alles. Wie gesagt, die Bar auf jeden Fall hat was. Ja. Diese Flüssigkeit hat was von den Wänden an den Seiten drin im Laden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schaut euch das mal an. Ja, ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und ja, sieht sehr, sehr gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall alles drum und dran hier gerade bis jetzt. Also, ich werde auch privat herkommen, auf jeden Fall. Das hat mich sehr überzeugt. Bro, die Pfeife zieht wie verrückt, wirklich. Hier zum Beispiel, die Menüs könnt ihr euch scannen vor digitalen Menüs. Das ist auch sehr interessant. Das heißt, wenn ihr hier seid, gibt es ein digitales Menü. Das kennt ihr, das kennt man auch schon von anderen Bars, aber ist auch sehr, sehr interessant, sehr gut gemacht. Ich habe die Tischnummer 108 und ja, die Pfeife, jetzt kommen wir zum Fazit, Preis, Leistung und Geschmack. Die Shisha sind hier sogar unter 12 Euro, das ist krass. Also 10 Euro, noch was, knapp 11 Euro und das lohnt sich auf jeden Fall. Also unter 12 Euro die Pfeife ist krass. Für die Qualität und für die Shisha ist schon heftig, unter 12 Euro. Weil überall kostet die Pfeifen schon 12 Euro, 12,50 oder 15 Euro. Hier kostet die unter 12 Euro. Krass, Mann. Ach ja, was sie noch anbieten, ist ja, wie ihr mitbekommen habt, auch was zu essen. Pizza, Pasta oder Burger. Ich glaube, Burger, Pasta war das. Wie gesagt, hier könnt ihr auch was essen, nicht nur Pfeife rauchen. Das war auch sehr interessant und auch nochmal bemerkenswert, das zu sagen, das zu erwähnen. Ihr kriegt also was zu essen auch noch. Ja, Freunde. Shisha unter 12 Euro, Getränke sind Standard, vom Preis her. Das Ambiente, kommen wir zum Ambiente, Ambiente ist sehr gut, von einer 10 ist eine 10 wegen der Außenterrasse. Und Pfeife ist von einer 10, würde ich sagen eine 9 plus, knapp 10 würde ich ja geben, also 9 plus auf jeden Fall. Allein wegen der MIG Pfeife auch schon und die krasse Flüssigkeit unten, wie das aussieht mit dem Wasser, ist einfach nicht nur so pur rohes Wasser drin und das war's, sondern das ist auch was fürs Auge und gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. MIG muss erstmal nachmachen, Freunde. Ja. Und ich dachte erst, dass ich das Einzige bekommen habe. Nein, da gibt es einige. Ja. Und ja, Geschmack, die Pfeife ist geschmackstechnisch eine 10, alles drum und dran eine 9 plus und wie gesagt, Preis-Leistung ist sehr, sehr gut. Ja, unter 15 Euro. Und unter 15 Euro mit Shisha und Getränk. Ja, ihr kennt ja meinen Stil. Immer Metzmix und immer Watermelon Chill. Das werden wir auch überall so probieren. Ich würde sagen, ja. Wir sehen uns nochmal draußen zum Endfazit. So, Freunde, kleines Fazit zum Schluss. Ja, schon eine krasse Bar. Ich krieg einfach eine MIG oder was?
Ich weiß jetzt nicht, ob die das extra für mich gemacht haben, aber guck mal hier. Jede Pfeife ist von MIG. Die Leute haben da auch eine MIG-Pfeife, habe ich gesehen. MIG-Pfeife, einfach so 500-600 Euro Pfeifen haben die hier. Hat schon was zu sagen. Guck mal hier nochmal der Eintritt hier. Saman Berlin. Ja, ist eine tolle Shisha-Bar. Ja. Zutritt ganz klar ab 18, steht hier auch drauf. Hier ist ja alles vermerkt. Guck mal, Hinweise mit Maske und so. Also müsst ihr 18 sein, ganz klare Sache. Ihr müsst auch zum Beispiel Maske tragen. Ist auch sehr wichtig, wenn ihr nebenbei unterwegs seid. Ja, ist eine tolle, geile Bar. So, weißt du, guck mal, das Ambiente. Nur mal ganz kurz. Wie so eine eigene Marke ist das hier. So. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, nur mal ganz kurz, Endfazit. Pfeifen sind top. Allein dafür, dass ihr so ein Schimmerwasser bekommt und eine MIG-Pfeife bekommt, ist das schon unglaublich. Und das unter 12 Euro. Ja, also Watermelon Chill waren es jetzt 10 Euro noch was, 10,90 Euro. Und Getränk und die Pfeife Standard immer noch unter 15 Euro. Da war die Shisha aber davor, wo ich war, die war 15 Euro noch, fast 16 Euro. Ne? Und die war 15 Euro insgesamt mit einem Getränk. Hier kriegt ihr die Pfeife von MIG und euren Geschmack plus Getränk, sind das unter 15 Euro. Das sind so 14 Euro insgesamt. Ich bin sehr, sehr überrascht auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall privat herkommen, ohne Kamera. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Heute ist ein bisschen wärmerer Tag, deswegen bin ich schon ein bisschen angeschlagen, so müde. Ich würde sagen, jetzt nochmal kurz Endfazit. Pfeife gut. 9 plus, knapp 10 würde ich der Pfeife geben. Sagen wir mal 10 von 10. Ja. Ambiente und Ort, Außenterrasse, der Laden selber, Einrichtung. Auf jeden Fall eine 10, sogar eine 10 plus. Die Marmorwände sind unglaublich. Sowas habe ich noch nicht gesehen vorher. Marmorwände, geile Sofa, coole Einrichtung. Ambiente ist top, top. Ja, zweimal top, also 10 von 10, 10 plus. Und Polizei hinter mir. Ja, auf jeden Fall. Ja, Gesamtkonzept würde ich eine 10 geben. Das ist einer der Top-Shisha-Bars der Zeit für mich. Es folgen natürlich einige noch. Aber für den Ort und so und für diese Art und Weise hier, wie die Zusammenstellung ist, das für mich eine Nummer 1, Nummer 10. Zweite Bar und schon die Nummer 1 für mich. Mal sehen, was in Zukunft noch kommt. Und ja, ich würde sagen, bleibt dran. Abonnieren, aktivieren, Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde. Und denkt immer daran. Holt euch keinen Links, sonst rutscht einer aus. Haut rein, peace.